die nächsten Wege, die erfolgreich sind, und zwar auf dem Platz Nummer 4. Wir werden sehen, was auf dem Platz Nummer 4 ist. Das ist Peter Golding. Sie also morgen auch im Viertelfinale. Und Sie auch wirklich gern gesehene Gäste. See you tomorrow. Als Konrad Petersen und Peter Golding. Thank you.
gerade selbst machen. Was nicht so. Und dann werden wir jetzt die letzte Runde, dann müssen wir das nicht machen. Thank you.
große Matches werden in drei Sätzen gewonnen. Das haben wir heute gelernt. Dementsprechend freuen wir uns jetzt auf Satz Nummer 3 und bloß nicht den Kopf hinreißen. Es gibt keinen Grund dafür. Wir freuen uns auf Satz 3 und unser Anfangsapplaus gibt den deutschen Meister Fabian Roth. Oh!
Thank you.
Thank you.
langsam in aller Ruhe Gespräche mit über den Abend nachzudenken. Liebe Zuschauer bei den Jungs German Open, wir haben ein tolles Match gesehen. Und natürlich überwiege ich ein bisschen die Trauer. Dann gratulieren wir erstmal dem Sieger. Das ist Takuma Ueda aus Japan. See you tomorrow. Und neben mir steht ein enttäuschter Fabian Rothklar, 21 Jahre und so nah dran. Kann man vielleicht sagen, obwohl das ein tolles Match war, heute hat er auch ein bisschen die Erfahrung beim Gesieg, weil der Mann einfach schon ein paar mehr Matches von dieser Enge gespielt hat? Ja, ich weiß halt selber nicht so richtig, wieso ich das jetzt so
ein bisschen einfach abgegeben habe, weil ich glaube, es war eine gute Chance, halt ins Viertelfinale einzuziehen. Aber ja, ich werde es analysieren die nächsten Tage und dann denke ich mal, nächstes Jahr wieder zurückkommen und muss es nochmal besuchen. Ja, definitiv. Und wir hoffen, dass ihr in den nächsten Jahren hier für Foro sorgen. Und ich glaube, also richtig Grund natürlich jetzt direkt nach Mensch traurig zu sein, gibt es ja gar nicht, wenn man auf die letzten Monate guckt. Sie haben eine wahnsinnig steile Karriere, sind deutscher Meister geworden in so einem engen Match. Sie haben bei der Team-EM einen Topmann mit dem Ben Axel geschlagen. Also der Trend ist schon ihr Friend momentan. Ja, auf jeden Fall. Also ich hätte niemals gedacht, dass ich nach den 10 Monaten Verletzungspause so zurückkomme. Also alles gut. Ich bin jetzt gerade schon ein bisschen enttäuscht, aber es geht weiter. Sie haben es angesprochen, Sie waren 10 Monate aus dem Gefecht gesetzt. Eigentlich mit so einer Sache, wo normalerweise Europa wahrscheinlich um die Ecke kommen würde, nach Hüft-OP. Was war da genau los? Ja, da muss ich korrigieren, ich hatte jetzt keine Hüft-OP, aber es wurde konservativ alles behandelt. Ich war erstmal 5 Monate lang angefällt. Wurde in dem Bereich jetzt viel Krafttraining gemacht, Physiotherapie, alles Mögliche, was geht. Und bin jetzt schmerzfrei und ich hoffe, dass es so weitergeht. Können Sie trotzdem bleiben, die Woche in Mülheim bei Hüften? Übermorgen schon, jetzt gerade. Noch nicht ganz. Dann nehmen Sie mit, was dieses Publikum Ihnen nochmal an Respekt hier mitgibt. Das ist unser Applaus für Fabian Roth. Hilft nichts. Müssen wir uns jetzt halt die chinesischen Meisterschaften angucken. Tun wir gerne, sehr gerne auf Court Number 2, Spielfeld Number 2, Mixed Doubles, Umpire Renner und Estonia. Service Judge Michael Fjeridal, Norway. Lukai Huachakong, China vs. Xuxian Duyu, China. Go
Respect for him, so it was also difficult.
to play against such an amazing player, but yeah, I tackled the world, as you can see, and I'm very, very happy right now. Also, es ist einfach glücklich, ich habe ein enges Match erwartet. Es ist für ihn auch der beste Spieler aller Zeiten und gegen ihn zu spielen ist natürlich großartig. What do you think about the tournament, about Batman here in Germany? I like this tournament a lot. I think it's better a good tournament every year because there's always so many potatoes and you do so much like to make the tournament so good. So always nice to come to Germany, especially this is Germany. Also großes Kompliment an das Turnier, an die Zuschauer, an diese ganze Organisation und das geben wir gerne zurück. The Captain werden wir hier. Congrats to Emil Holst from Denmark.